Dankeschön. Du warst ja vorhin auch gucken gewesen, das man auch gesehen hat. Bescheid gegeben hat, Mama. Hat es vorhin geblitzt gehabt, einmal draußen? Doch, ich hab's gesehen. Doch, ich hab's gesehen. Da war ein ganz leichter Blitz gewesen. Aber der Schnee war vorher da, ne? Wie viel hast du auf den Balkon geschaut gehabt? Um 16:45, ne? Da war gar nichts. Das ist halt mein Blitzeis. Könntest du Patrick, der Türke ist schon wach. Frag mal, weil es ihm auch geschneit hat. Frag mal bitte, ob bei ihm auch Schneesturm ist. Also Schneesturm, wie das heißt. Ob bei ihm auch ein Schneesturm ist. Ob ein Schneesturm dabei. Ob es bei ihm auch geschneit hat. Frag ihn bitte. Jetzt muss ich halt das obere Fenster Licht an. Da wohnt doch die Frau drin, die sich gestern beschwert hatte. Mach das Wohnzimmerlicht aus, schnell, ich hab Angst. Also hier ist der Blitzeis. Kannst du trotzdem bitte fragen, Baba? Ob er Sturm und Schnee hat, Schnee mit Sturm dabei hat, ob es bei ihm geschneit hat, mit Sturm dabei. Frag sie bitte ganz häufig, Mama, danke. Hast du gehört, Mama? Das ist ja krass, ey. Ist das voll krass, ey. Oh, ist das krass, ey. Ich liebe das. Ja, ich muss mich ganz weit hinten in die Ecke hinstellen. Die Leute sehen mich sonst und das hasse ich wie die Pest. Ich bin leise. Doch, es hat vorhin kurz, wo ich da noch im Schlaf war, es hat vorhin ein bisschen geblitzt. Da war ein kurzes Gewitter zu sehen, ja. Mit einem blau-weißen Blitz dabei, aber ganz schwach, ganz kurz. Und da kam dieser Temperatursturz, dieses Blitzeis. Das ist Blitzeis, was war? Blitzeis. Ist ja kein Wunder. Hast du gehört? Ja. Schreib mir noch dabei Blitzeis, haben wir. Ob es bei dir auch ist, Blitzeis. Mit Schnee, mit Schneesturm. Schnee, mit Schnee, geschneit dabei und Sturm dabei und Gewitter. Und Gewitter muss. Hat er erst später. Und Gewitter dabei muss noch schreiben. Eisgewitter, Schneegewitter. Nicht mehr machen. Mama, hör auf. War das Spaß gewesen? War das Spaß gewesen? War das Spaß? Ja. Mit Blitz, Eisgewitter, Eisgewitter, Schneegewitter, Sturmgewitter, Eissturmgewitter, wie das heißt dabei. Muss dabei schreiben, ob er es auch hat. Bitte, Mama, okay? Ich habe das Gefühl, dass es gleich die Frau rauskommt, die mich gestern mit der Polizei bedroht hatte. Und jetzt, wenn du fertig bist, kannst du rausgucken kurz, bitte. Das ist so wunderschön. Einfach ein Traum ist das. Das Gewitter habe ich leider verpasst, aber scheißegal. Bei Gewitter habe ich noch geschlafen vorhin. Da lag ich noch im Bett, wie es gewittert hatte. Leider, ich lag da noch im Bett beim Schlafen. Wenn es mir keiner glauben sollte oder von euch Mobbern oder Leute, was ihr seid, das ist wahr, die Aufnahme ist real, das Video ist echt, es ist wirklich ein Blitzeis, der ganze Balkon ist schon vereist. Und gib mir Bescheid, was er geantwortet hat darüber, ja? Weil der ist seit 16:45 Uhr schon wach. Was? Ja.
Nein, wir wollten doch zusammen gucken, Mama. Ich muss mal. Ja, kannst du ruhig. Beeil dich bitte. Mein Gesicht wird schon zugeschneit. Ich werde schon zugeschneit. Das, was sie sieht, ist kein Traum. Das ist real. Wirklich real. Es handelt sich wirklich um Blitzeis. Der ganze Balkon ist zugeschneit. Da ist zugeschneit. Jetzt werden dann noch mehr Fensterlichter an. Das Gefühl ist, dass gleich wieder Beschwerden kommen. Aber ich mache nichts. Ich mache nur noch einen Schneesturm, eine Blitzeisaufnahme. Das ist ja voll der Hammer, echt. Deswegen der Krach vorhin draußen. Und gib mir Bescheid, was er dazu geäußert hat, ja? Okay, danke. Der ist aber schon wach, wirklich. Seit 4 Uhr, 5 nach 4 ist er schon wach. Mit Alexandra, das war jetzt nicht böse gemeint. Das Nein, hast du gesagt gehabt, mit dem Schnee. Das war mit dem Schnee. Aber das so gesagt hat, oh Alexandra, da und geht dir auf die Nerven. So, das war böse, verstehst du das? Ich glaube, das ist bei Patrick gar nicht. Where is? Ich glaube, das hat nur Regen. Hast du das mit dem Gewitter auch gefragt, ob es auch heute Gewitter? Ja. Dankeschön. Schnee und Sturm? Ja. In nomine Christi, Amen 3 oder 4.0. Der erste Schnee des Jahres ist da. Das im Januar. Leider kann ich nicht. Hier ist Glatteis. Wo ist der Wesen? Oh nein, nicht die Kamera wieder spannen. Nein. Nein, 1, 2, 3, 4, 5, ja? Kann ich die schon freischalten? Muss hier was machen, aber ich komme nicht dahin. Oh, nein, nein, ich komme nicht dahin. Du rutscht weg. Muss ich hier. Ja, ist gefährlich, geh langsam. Ich habe Winterschuhe anziehen müssen. Echt. Es ist doch keine Videobearbeitung, was ich mache, gar nichts. Das ist wirklich real. Ihr seht es wirklich in einer Aufnahme. Das Phänomen Blitzeis. 4:45 war gar nichts. Jetzt bin ich um 5 Uhr, kurz nach 5 oder 4:45 Blockmann rausgekommen. Und das kam dabei rum jetzt. Vor einer halben Stunde oder Viertelstunde war ja gar nichts. Und das kam jetzt erst. Wer hätte das gedacht? Mama, ich kann mit meiner Kamera nicht mehr zurückzoomen. Nein, ich kann keinen Weitwinkel mehr machen. Es funktioniert nicht mehr. Doch, jetzt geht's. Ich hab das blitzig angelassen. Entschuldigung, Baba. Aber so kann ich hier das alles nicht sehen. Den Schneefall nicht sehen, wenn ich hier den Weitwinkel abmache. Das ist der Scheiß, der Piss. Der wird wohl antworten. Du brauchst keine Angst haben.
Der muss erst mal Frühstück, der kriegt um die Uhrzeit schon Frühstück. Entweder antwortet er, entweder tut er erst nach EEG und EKG antworten oder er antwortet gleich noch, bevor er hingeht. Mama, da hinten steht welche vorm Fenster. Ich sehe es von hier. Geradezu das Fenster da hinten. Warte, ich kann es jetzt. Ich mache es lieber nicht näher ran zu. Nein. Geh nicht rein. Nur weil die Leute zum Fenster stehen, ich gehe nicht rein. Ich gehe nicht rein, habe ich gesagt. Und noch was. Tut mir leid, dass ich dich gestern Abend mit dem Jupiterstern, mit dem Sternenhimmel angelogen habe, Mama. In dem Sinne habe ich dich angelogen gehabt. Ich habe gebaut und gesagt, ich gehe nicht mehr auf den Balkon raus wegen den Leuten, ne? Und jetzt bin ich auf dem Balkon raus wegen dem Schnee. Nein, ich habe dich gestern mit dem Sternenhimmel angeschwitzt gehabt, weil ich überhaupt gesagt hatte, ich gehe nicht mehr auf den Balkon raus wegen den Leuten, auch nicht am Fenster, gar nicht. Wo ich jetzt doch raus auf dem Balkon wegen dem Schnee aufnehmen. Es tut mir leid, Baba, ja? Ich bin der Aufnahme, du meinst, bei den Leuten. Ich darf in die Aufnahme rein. Da, geradezu das Fenster, steht wieder einer. Nein, da steht keiner. Doch. Nein. Da, das ist geradezu das Fenster, das linke Fenster. Gib mir Bescheid, wenn er antwortet hat, ja? Ja, es dauert. Das wird schon nicht nass, keine Angst. Pass es schon auf, es ist wohl ein Dach hier. So, hier rüber kommen die Schneeflocken nicht. Die Schneeflocken kommen nicht hier rüber, glaub, die vertrauen mir. Oder ist mein Handy voll? Hier, guck, mein Handy voll. Nein. Also bitte. Ich muss die Taschenlampe, das blitzt nicht anders, dann sieht man die Schneeflocken nicht. Richtig dicke Schneeflocken sind das. Ja. Du hast das Wort Mann gesagt, in der Aufnahme redet Mann nicht. Ich habe es gar nicht gemeint. Gut ist ja denn. Neheimer, Altbüren, das Haus gemeint haben, das Haus. Aber ich hatte dir aber gestern auch hinterher gesagt, gerade nach der Lüge, ich werde jetzt aber versuchen, nochmal auf den Balkon rauszugehen. Ich habe dir aber gestern Abend, kurz nach der Lüge noch gesagt gehabt, ich werde es aber versuchen, auf den Balkon rauszugehen, aufzunehmen. Versuchen. Und ich versuche es jetzt auch, siehst du? Wir sind jetzt quitt, daran du mich ja mit dem eine Sache heute Morgen mit dem Medizin angelogen hast, habe ich die mit dem Sternenhimmel auf. Habe ich die mit dem Sternenhimmel angelogen, okay? Aber dafür habe ich die mit dem Sternenhimmel Schwätz angelogen. Ich glaube, die Aufnahme hätte ich gar nicht löschen brauchen mit dem Sternenhimmel, weiß ich gestern, aber die war eh scheiße geworden, eh. Wolltest du mir doch Bescheid geben mal mit dem Schnee? Hallo? Wolltest du mir den Schnee noch Bescheid gegeben haben? Wolltest du mir den Schnee noch Bescheid gegeben haben? Ja. Dann hast du doch vorher gesehen gehabt. Du hast gesagt, der war vorher gar nicht. Was? Ach, ey, weißt du das zum Boso? Zum Bosen.
Mama, hier werden Böller losgelassen. Hört ihr das Heulen? Hey, so ein Heulen. Mann, komm mal schnell, ich höre so ein Heulen. Ja, das Heulen. Nein, das war eine Kuh. Das klang nach einer Kuh. Das ist eine Kuh, ich schwör's. Oder so ein Tier oder ein Vieh. Jetzt hört man hier schon bei den Blitzeis merkwürdige Geräusche. Hört ihr diese Laute? Guten Morgen! Guten Morgen. Na, nicht hingehört. Ich hab doch guten Morgen gesagt, weil da ging gerade unten einer her im Schnee. Das ist die. Ja, meine hat mich sowieso nicht gehört. Aua. Diese komischen Laute, die jetzt gerade draußen zu hören sind. Schau wieder. Scheiße, was ist das für Laute? Wo kommt überhaupt her? Da hinten an unserer Straße oder was? Das klang wie eine Kuh, aber ich. Das kann doch was anderes sein. Ist da bestimmt ein Viehtransporter im Schlachthof und Schnee stecken geblieben oder was? Ja, ich wünsche euch alle einen schönen Dienstag. Die Aufnahme ist wirklich real. Blitzeis im Mischte und fertig am Morgen, frühmorgen, 5 Uhr.